die Wahrnehmung von Verstorbenen. Ich möchte mit dir heute ein sehr sensibles Thema besprechen, nämlich, dass es manchmal vorkommt, dass die Seele geht, beziehungsweise der Mensch stirbt und du warst nicht da. Das heißt, es ist vielleicht genau in diesem Moment passiert, als du den Raum verlassen hast oder gerade mal rausgegangen bist oder dass sogar dein Lieblingsmensch oder die Person zu dir gesagt hat, geh ruhig, hol dir was zu essen oder mir geht's gut, komm doch einfach morgen wieder. Und dann kommst du wieder oder bekommst den Anruf, dass die Person verstorben ist, beziehungsweise die Seele gegangen ist. Die Seele hat den Körper verlassen. Und ausgerechnet in diesem Moment, in dem du unbedingt dabei sein wolltest, warst du nicht da. Das verursacht ganz vielen Hinterbliebenen extreme Probleme, weil sie natürlich Gewissensbisse haben, weil sich Scham und Schuld breit macht, weil sie denken, sie hätten doch genau in diesem Moment bei ihrer Lieblingsperson sein müssen. Sie denken, warum hat die Seele nicht auf mich gewartet? Warum hat meine Lieblingsperson nicht auf mich gewartet? Warum? Oft erlebe ich in den Jenseitskontakten, dass die Seele genau diesen Moment, also den Moment, in dem sie nicht bewacht wird, in dem keiner anwesend ist, in dem die Lieblingsperson, also du, den Raum verlassen hat, dann genau die Möglichkeit nutzt, um zu gehen. Das bedeutet auch, dass die Seele diesen Zeitpunkt für sich bewusst gewählt hat. Das heißt, du hättest überhaupt gar nichts daran ändern können, weil es der Seele wichtig war, dass sie diesen Moment hat, um in Frieden zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Ich bin sicher, dass es Momente gibt, in denen die Seele genau weiß oder der Mensch auch vielleicht fühlt, dass die Zeit gekommen ist. Ich bin mir auch sicher, dass viele Menschen, die das spüren, dass ihr Zeitpunkt gekommen ist, dass die Seele den Körper verlassen will, dann aber genau nichts sagen. Weil, sei mal ehrlich, wie viele Menschen haben denn wirklich Verständnis für das Sterben oder Verständnis für den Tod? Wir Menschen sagen Nein zum Tod. Wir Menschen sagen Nein zum Sterben. Nicht nur, weil es ein absolutes Tabuthema ist, sondern weil wir einfach nicht annehmen möchten, dass es eine souveräne Wahl der Seele gibt, weil wir gar nicht akzeptieren möchten, dass es tatsächlich den Moment geben könnte, dass eine Seele gehen möchte, weil wir nicht akzeptieren wollen, dass es vielleicht den Moment gibt, an dem sich eine Person wirklich aktiv für das Sterben entscheidet. Wir stehen da und denken, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass jemand sterben will und stellen darüber natürlich die souveräne Wahl der Seele in Frage. Wir akzeptieren nicht das Sterben und darüber natürlich auch nicht den Tod dieser geliebten Person. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass das nicht passiert wäre. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass die Person doch noch da wäre, obwohl die Seele immer noch da ist und es für euch immer sein wird. In vielen Jenseitskontakten gibt die Seele dann genau die Informationen durch. Sie sagt, es war der richtige Zeitpunkt für mich zu gehen. Das war okay. Ich konnte nur gehen, weil du nicht im Raum warst. Das war wichtig, dass ich alleine war, um in Frieden gehen zu können, weil ich weiß, dass dich das so belastet hat. Ist zwar nicht unbedingt das, was der Hinterbliebene hören will, aber dennoch ist es nochmal die souveräne Wahl der Seele. Der Verstorbene aus der geistigen Welt oder die Seele in der geistigen Welt sagt dann, das war ihr Wunsch. Und dass alles so gut ist, wie es ist, dass sie nicht möchte, dass der Hinterbliebene Gewissensbisse hat oder sich schuldig fühlt oder auch nur gedacht hätte, Mensch, wäre ich nur eine Sekunde länger da geblieben. Nochmal, es war die Wahl der Seele. Und das ist genau das, was in vielen Jenseitskontakten gesagt wird. Ganz im Gegenteil, die Seele bzw. der Verstorbene oder die Lieblingsseele aus der geistigen Welt bedankt sich dann dafür, dass die Person aus dem Raum gegangen ist oder nicht da war, damit sie gehen konnte. Deswegen sei sicher, dass auch wenn es tatsächlich bei dir so passiert ist, dass du nicht anwesend sein konntest, als dein Lieblingsmensch gestorben ist,
Sei sicher, dass deine Lieblingsseele immer bei dir ist. Sei sicher, dass es ihr Wunsch war, genau so zu gehen und dass es nicht an uns ist, dieses zu beurteilen. Sei sicher, dass sie nicht böse ist oder nichts Böses darüber denkt, ganz im Gegenteil, sondern dass sie dankbar ist, dass sie so gehen konnte oder dass du sie hast so gehen lassen. Sei sicher, dass sie möchte, dass es dir gut geht und dass du dir keine Gewissensbisse oder schlechtes Gewissen oder Ähnliches machst. Sei sicher, dass sie auch dir ein großes Danke sagen dafür, dass sie mit dir zusammen dieses Leben, diesen vielleicht auch nur diesen Part des Lebens teilen durften und darüber die Erfahrung teilen durften. Sei sicher, dass sie bei dir sind und dass alles gut so ist, wie es ist. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen ein schwieriges Thema, aber ich hoffe dennoch, dass ich dir auch ein bisschen damit helfen konnte. Tschüss.